Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Rahmenbruch-Gruppe. Ich zeige euch heute mal das Facelift von unserem Kuga, der übrigens zweimal hintereinander das meistverkaufte Plug-in betriebene Auto war in ganz Europa, was ja schon einiges heißt. Jetzt ganz frisch rausgekommen, die neue Version wurde gut überarbeitet. Häufig hat man das ja, dass ein Facelift so gefühlt zwei Knöpfe bekommt und einen Preisaufschlag. Das haben wir hier in diesem Falle nicht in dieser Form, sondern wir haben eine umfangreiche Überarbeitung der Motoren und auch der Optik und vor allem auch des Interieurs. Wir bei Ford haben uns richtig Mühe gegeben, ein ordentliches Auto auf die Straße zu stellen. Und das erste, was wir vorne sehen, was gerade die Kuga-Kenner von euch sofort erkennen werden, ist die neue Front. Es gab früher mal Kritik, der alte Kuga war super geil, er war richtig schön eckig, kantig und der neue Kuga ist ein bisschen zu rund geworden. Wir haben jetzt das Beste aus beiden Welten geholt. Wir haben das moderne Design des neuen Kugas in diesem Fahrzeug, aber auch gleichzeitig so ein paar kantige Elemente, damit wir auch die gleiche Ford-Identität haben wie bei allen anderen Modellen. Ihr seht, die Scheinwerfer, die sind deutlich schmaler geworden. Ford hat auch die Motorhaube überarbeitet mit so zwei kleinen Hutzen, die wir hier haben. Dadurch wirkt er viel sportlicher, viel maskuliner. Ihr seht ja auch direkt, wenn ihr vom Fahrersitz aus nach vorne schaut. Und was jetzt neu ist im Technologiepaket, wir haben nicht mehr nur adaptive Scheinwerfer, sondern wir haben Matrix-LED-Scheinwerfer mit einem LED-Tagverlicht, das von links nach rechts durchgeht. Man nennt das Coast-to-Coast-Lichtleiste. Sieht total cool aus. Wenn ihr schaut, das ist eine ordentliche Präsenz auf der Straße. Ihr erkennt den Kuga sehr, sehr schnell. Es gibt natürlich schon viele andere Modelle, die sowas auch haben. Ich persönlich finde, der Kuga hat ein ganz eigenes Gesicht. Zusammen auch mit dem großen Kühlergrill. Das Ford-Logo ist jetzt extrem groß geworden. Ist übrigens auch das neue Ford-Logo. Es ist jetzt weiß abgesetzt. Und bei der ST-Line und bei dem Active und bei den anderen Modellen haben wir wirklich komplett unterschiedliche Stoßfänger vorne. Also der unterscheidet sich wirklich immer ordentlich. Was auch neu gekommen ist, ist ein Felgendesign, was wir davor in der Art so ein bisschen vom Fiesta ST und Co. kannten. Ein bisschen sportlicher noch bei dem ST-Line zum Beispiel. Wir sehen nämlich hier ein bisschen mehr Ecken, ein bisschen mehr Kanten. Zusammen mit den roten Bremssätteln sieht das total cool aus. Zu guter Letzt möchte ich hier vorne noch einmal zu den Motoren kommen. Denn da habe ich gerade schon versprochen, haben wir gut was überarbeitet. Der Plug-in-Hybrid ist so geblieben, wie der war. Ford hat eine Drehmomentsteigerung erreicht. Wir haben das Getriebe überarbeitet. Der Kuga kann in zwei Versionen 2,1 Tonnen ziehen, gebremst, was in seiner Klasse führend ist, in der Fahrzeugpreisklasse Größenkategorie. Das Schöne hierbei ist, wir haben immer noch unsere supergeilen Verbräuche. Also ihr könnt so ein Auto, auch wenn ihr den Kuga, egal in welcher Variante, nicht ladet und nicht lädt, kann er ohne Probleme 4 bis 6 Liter Benzin nur verbrauchen, egal wie er fährt. Also der ist zu 100% auf Sparsamkeit ausgelegt, kann als Plug-in-Hybrid natürlich auch so seine knapp 60 Kilometer elektrisch fahren, die er auch wirklich einhält, vor allem im Sommer. Und in der Allrad-Variante haben wir 183 PS, Vollhybrid, supergeile Traktion, sportliches Fahrverhalten und macht einfach nur Spaß. Zu guter Letzt haben wir unser Heck. Viele werden sich denken, gut, ist nicht besonders viel passiert. Ein bisschen was wurde aber doch bearbeitet. Wir haben etwas andere Rückleuchten, die sind moderner, ein bisschen schärfer gezeichnet worden. Und was ich persönlich sehr, sehr cool finde, es ist ein Detail, aber wenn man es sieht, sieht man es die ganze Zeit. Wir hatten nämlich beim Vorfacelift beim Kuga hier drinnen eine Einfassung, die war relativ breit, die hat das Design so ein bisschen gestört. Das war der Knopf zum Öffnen der Heckklappe. Der ist jetzt hier einfach neben der Rückfahrkamera versteckt. Das heißt, ihr habt nochmal eine etwas cleanere, schönere Optik von hinten. Gerade hier bei der ST-Line natürlich unsere Auspuffblenden, die wir haben, sind auch noch echte Auspuffrohre. Sieht schon wirklich sehr, sehr schick und sehr sportlich aus. Da hat Ford nochmal das Design, was wir kannten, was wir mochten, ein bisschen verfeinert, ein bisschen schöner gemacht. Wir sind jetzt im Innenraum des neuen Kuga angekommen und die Kenner von euch sehen, hier hat sich einiges verändert. Wir haben in der Mitte unseren großen SYNC 4 Touchscreen verbaut mit Apple CarPlay, Android Autos, alles kabellos gehalten. Den kennen wir auch schon aus dem Focus, in ähnlicher Form aus dem Ranger und auch dem Mustang Mach-E. Das Schöne an diesem Display ist natürlich, wir haben all die wichtigen Einstellungen hier unten in einer Leiste drin. Wir können Temperaturen einfach per Knopfdruck verändern, genauso wie die Sitzheizung, eigentlich so wie man es kennt. Es ist einfach nur nicht mehr so haptisch per Druckknopf, sondern auf dem Display. Glaubt mir, ihr gewöhnt euch dran. Wenn ihr euch nicht dran gewöhnen möchtet, könnt ihr das Ganze aber auch ganz einfach per Sprachsteuerung bedienen. Ihr könnt dem Auto sagen, hallo Ford, Temperatur auf 20 Grad und er macht das einfach. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr, sehr gut. Auch neu gekommen ist ein neuer Digitaltacho. Der wurde komplett von Ford überarbeitet. Den könnt ihr ein bisschen näher konfigurieren.
Anzeige ist einfach ein bisschen hübscher geworden. Ihr könnt hier verschiedene Elemente rumschalten, auch unter anderem eine ruhige Darstellung darstellen lassen, wo ihr wirklich nur die wichtigsten Sachen seht, wie eure Restreichweite und ihre Geschwindigkeit. Und Head-Up-Display haben wir natürlich immer noch hier verbaut. Was neu gekommen ist, was auch in dieser Fahrzeugklasse bei uns bei Ford neu ist, ist eine 360-Grad-Kamera. Die kannten wir bisher weder aus dem Kuga noch aus dem Ford Focus. Die sorgt dafür, dass ihr wirklich überall wie mit einem Kleinwagen manövrieren könnt. Man kann die Kamera auch mal ganz einfach triggern, indem man einfach einen Knopfdruck tätigt und dann auch wirklich perfekt gerade auf dem Parkplatz stehen bleiben kann. Alles sehr, sehr leicht erreichbar. Was auch neu gekommen sind, sind Memory-Sitze. Ja, hatten wir mal bei Ford, ist jetzt wieder gekommen. In Kombination mit dem AGR-Sitz. Der Ford Ergonomie-Sitz. AGR steht für Aktion gesunder Rücken. Ihr könnt auf Langstrecke wirklich alle möglichen Details, auch die Sitzfläche verlängern, die Neigung einstellen, die Kopfstützen anders anpassen. Das sorgt dafür, dass ihr garantiert keine Rückenschmerzen mehr habt, auch auf langer Strecke. Und das ist so das neue Interieur des Kuga. Hier ist wirklich einiges passiert. Eine Kleinigkeit noch zum Schluss. Vielen von euch ist wahrscheinlich aufgefallen, wir bauen bei Ford ja gar keinen Diesel mehr in den Kuga ein. Oh mein Gott, was macht Ford? Die wollen alle ihre Kunden verlieren. Was machen wir mit den Dienstwagenfahrern? Oh, oh, oh. Hat ziemlich gute Gründe, warum wir den Diesel nicht mehr bauen, denn ich kann euch eins versprechen, dieses Auto mit dem Plug-in oder Vollhybrid hat nur Vorteile gegenüber dem Diesel. Das Auto ist deutlich effizienter, ihr verbraucht ohne Probleme 1 Liter Benzin weniger oder 2 sogar, als ein Diesel, der vergleichbar wäre. Ihr könnt inzwischen 2,1 Tonnen ziehen mit dem Allradantrieb Vollhybrid und mit dem Plug-in-Hybrid. Das ist der klassenbeste Wert, das konnte davor der Diesel auch, hat aber viel, viel mehr geschluckt. Ihr habt keine Probleme mit eurem Rußpartikelfilter, mit AdBlue oder sonst was. Das Auto ist einfach im Gesamtkonzept viel, viel besser mit diesem Motor aufgehoben. Wir haben eine sehr, sehr große Kundenbase, die richtig auf diesem Motor steht, seitdem wir den einmal gefahren sind, weil der ist nicht nur flott, wenn man möchte, sondern auch noch viel, viel ruhiger, viel komfortabler, auch auf Langstrecke. Probiert es am besten einmal aus, ruft uns gern an, fahrt das Auto Probe und dann gucken wir mal, was ihr im Nachhinein sagt. Ich freue mich auf euch.